Hier kommen jetzt Fabian, Anton, Ruven und Nitya. Die virtuelle Bühne wäre frei. Dann starte ich mal. Guten Tag, liebe Eltern, Freunde, Schüler, Mentoren und Technikbegeisterte. Willkommen zu unserer Präsentation über unsere Lernplattform. Wie gesagt, wir sind Anton, Nitya, Fabian, Sepp als Mentor und Edgar als Mentor und natürlich ich, Ruven, der jetzt den Anfang für euch machen wird. Wir hatten das Problem, dass in der Schule wichtige Themen für die Zukunft, wie zum Beispiel Informatik oder finanzielle Bildung, viel zu kurz kommt. Und wir haben uns gedacht, wie können wir als kleine Gruppe mit wenig Zeit das System so ein wenig verändern? Und wir kamen auf die Idee, wir könnten eine Lernplattform machen, wo Schüler, die bereits an Vorwissen besitzen, ihr Wissen in ein Video packen können und das auf dieser Plattform veröffentlichen, dass halt möglichst effizient Schüler von Schülern lernen können. Unsere Plattform ist nach dem Vorbild von YouTube aufgebaut, weil YouTube kennt jeder, jeder kann auf YouTube zugreifen, so sollte das bei unserer Plattform auch sein, dass sich halt jeder gut zurechtfinden kann und das Wissen von den anderen möglichst lernen kann. Unser Motto ist eine Plattform von Schüler für Schüler. Wurde, glaube ich, jetzt auch öfter schon gesagt. Weitere Details über die Website und über unseren Prototypen stellen jetzt die restlichen Gruppenmitglieder vor. Viel Spaß. In dieser Website kann Schüler Konten erstellen und dann Videos hochladen in verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Klassenstufen oder verschiedene Fächer. Sie können auch miteinander kommunizieren, wie Fragen stellen oder sie beantworten. Wir wollten auch eigentlich Like- und Comment-Optionen erstellen, aber für das hatten wir nicht so viel Zeit. Ich würde jetzt ein bisschen über die Frontend sprechen. Wir haben eine Kombination von HTML, CSS und JavaScript benutzt. HTML wird verwendet, um der Website ihre Struktur und das Text einzubinden. Während CSS gibt der Website die Styling, also die Farben, die Design und so weiter. Und dann haben wir ein bisschen auch mit JavaScript gearbeitet. JavaScript macht die Website interaktiv, wenn zum Beispiel man auf ein Bild klickt, kann man über in ein anderes Video gehen, zum Beispiel. Für die Coden haben wir GitHub benutzt, um zusammen zu coden. Dann haben wir auch zum Beispiel viele Tags wie die Video-Tags, Videos einzubinden oder die Input-Type-File benutzt, neue Videos hochzuladen und so weiter. Also im Backend haben wir hauptsächlich PHP verwendet und das Ganze wurde dann. Also die Videos und die Kommentare wurden dann in einer MySQL-Datenbank gespeichert. Also MySQL ist sowas, da kann man Datenbanken machen und die auch bearbeiten. Und ja, als Host wollten wir dann für Anfang halt ein Raspberry Pi verwenden. Das ist ein PC mit Kreditkartengröße. So, jetzt würde ich mal circa die Demo erstmal zeigen, wie das jetzt aussieht. Und zwar erstmal das Design von der Website. Hier kann man die verschiedenen Videos sehen. Und sozusagen wie auf YouTube die Thumbnails, also Ausschnitte, also Bilder aus den Videos. Dort kann man dann halt draufklicken und sich die Videos angucken. Wir hatten eigentlich auch vor, Kommentare hinzuzufügen. Das könnte man dann darunter machen, hatten aber leider nicht genug Zeit für. Hier oben ist die Menüleiste, mit der man halt wieder zurückkommt und wo man auch Kategorien einbauen kann. Und hier rechts unten haben wir halt einen Upload-Button, wo wir es leider noch nicht eingebaut haben, aber wo wir theoretisch schon die Funktion dafür hätten. Ja, was? Es fehlt noch viel, also der Upload-Button und Kommentare. Also ist noch viel zu tun und
dann sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank euch und damit ein ganz großer Applaus an die Gruppe der Lernplattform, Fabian, Anton, Ruven und Nitya.